Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Lesung aus dem Brief an die Römer im 8. Kapitel. Was sollen wir noch weiter sagen? Gott ist auf unserer Seite. Wer kann uns dann noch etwas anhaben? Er verschonte nicht einmal seinen eigenen Sohn, sondern ließ ihn für uns alle sterben. Wird er uns dann mit ihm nicht alles schenken? Niemand kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat, denn Gott selbst spricht sie frei. Jesus Christus ist ja für sie gestorben. Mehr noch, er ist vom Tod erweckt worden. Er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Kann uns dann noch etwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Not, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Gefahr oder Tod? Nein, mitten in all dem triumphieren wir mit Hilfe dessen, der uns seine Liebe erwiesen hat. Ich bin gewiss, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder etwas im Himmel noch etwas in der Hölle. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott uns seine Liebe geschenkt. Darum gibt es in der ganzen Welt nichts, was uns jemals von Gottes Liebe trennen kann. Ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, keine Macht dieser Welt, nicht einmal ich selbst, mich kann trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Halleluja, 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 Halleluja. Denn ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, keine Macht dieser Welt, nicht einmal ich selbst, mich kann trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Denn ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, keine Macht dieser Welt, nicht einmal ich selbst, mich kann trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Halleluja, 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 Halleluja. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde und Freundinnen der Passionskirche, es gibt so manche Podcasts und YouTube-Channels, die ich abonniert habe, und ich höre sehr gerne rein zur geistlichen Andacht für mich persönlich, auch in dem, was andere Prediger und Predigerinnen auch über unsere Kirchengrenzen hinaus so von sich geben und wie sie die Bibel auslegen. Was mir auffällt, gerade aus einem gewissen Spektrum, gibt es zunehmend Videos, die Panik machen wollen. Wow, das sind die Zeichen der Endzeit. Erst die Finanzkrise und jetzt Corona und dann geht die Wirtschaft den Bach runter und überhaupt der ganze Krieg, der im Nahen Osten uns seit Jahren auch auf Trab hält. Muss ich hier die Endzeit herbeireden? Gott allein weiß den Tag und die Stunde. Was für mich als Christ zählt, ist, dass wir in Jesu Fußstapfen treten. Und das bedeutet, anderen Menschen mutmachend und liebevoll zu begegnen. Nicht, weil Gutmenschentum en vogue ist, weil der Zeitgeist, wie manche Podcaster sagen würden, sondern weil das die Kernzusammenfassung trifft, die Jesus gemacht hat. Liebe den Herrn, deinen Gott, und den Nächsten wie dich selbst. Ein mutmachendes Beispiel hat mich heute aus Augsburg erreicht.
Dort hat ein ehemaliges Mitglied der Studentengemeinde, hi, wenn du zuhörst, was ganz Großartiges geleistet. Er hat 500 Jugendliche und Studenten zusammengetrommelt für ein Netzwerk, erreichbar unter einer Telefonnummer, damit Leuten aus der Risikogruppe geholfen werden kann beim Einkaufen, bei der Begleitung zu Ärzten. Und das ist die Botschaft, die wir haben. Wir sind da für euch. Wir sind da für euch, wo sich Christen zusammenfinden. In der Nachbarschaft und auch in dem Zentrum, wo wir uns treffen, in der Kirche, gibt es Ehrenamtliche, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, hey, ich bin da. Und es ist ganz wichtig, ob in Augsburg oder in München, dass ihr, die ja diese Kanäle online seht, bei YouTube, bei Instagram, auf unserer Website, dass ihr diese Nachrichten weiterteilt, dass ihr sie an Menschen mitgibt, die eben nicht so den Zugang haben zum Internet oder die gar nicht drauf kommen könnten, mal dort nachzuschauen, gibt es denn jemanden, der helfen kann? Also Leute, teilt es und habt Mut, auch andere anzusprechen, ob sie Hilfe brauchen. Amen. Himmlischer Vater, danke dir, dass du einen festen Bund mit uns geschlossen hast. Wir bitten dich, gib uns jeden Tag neu deinen Heiligen Geist, dass wir aus der Kraft deiner Liebe leben können. Und dass wir etwas davon in die Welt hinaustragen dürfen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Bleibt behütet.